Hallo Welt, da sind wir wieder. Wechselspannung heißt die Aufgabe. Oder das sonstige, ja, die Mission, wenn man so will. Und wir suchen nach einer Lösung dafür. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie rauf. Sie hat abgelehnt. Wollte lieber. In der letzten Action-Szene hat sich der Interceptor wirklich das Bein gebrochen. Kinkades Lehre übertrifft doch eh niemand, oder? Zugang zur Ebene ist eingeschränkt, aha. Hier auch. Da müssen wir wirklich da oben einbrechen. Chunks. Die haben einen Chunks hier. Willkommen bei Chunks. Danke für deinen Besuch bei Chunks. Sagen. Welche Chunks hättest du gerne? Seit ich weiß, dass es das gibt. Woraus werden denn Chunks hergestellt? Ich serviere die Chunks nur, okay? Ja, das machst du auch mit total viel Spaß. Ich merke das schon. Dann hätte ich gerne ein paar Chunks. Klasse. Was darf's denn sein? Ei, Cola, Apfel, Cola verpackt. Okay. Das ist ja eigenartig. Die sind wirklich... Boah. Das ist ja jeder Würfel tatsächlich unterschiedlich. Das ist ja interessant. ja, okay. Gute Idee. Kann man machen, oder? Ja, es hat was. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, ich will... Ich habe die Preise gesehen, also danke. Ja, du hast da noch was anderes Willkommen zu sagen, bei gehabt, Chunks, oder? Der Nummer 1. So. Captain, die Constellation wartet in der Loge auf... Sie. Hörst du auf damit, bitte das immer zu sagen? Wir machen doch gerade was anderes. Hallo. Hallo. Komme ich denn jetzt da oben hoch drauf? Droben oben hoch. Sind wir schon einmal hier im Kreis gelaufen? Ich. Gibt es so einen Flugapparat irgendwie? Na, wahrscheinlich geht das wirklich nur mit Dietrich. Wohndistrikt, Ort entdeckt. Also, was soll das Ganze? Was? Hier? Soll das Kunst sein? Ein Zen-Garten? Es ist eine kommunale Kunstinstallation. Sie soll hübsch aussehen. Mag ja sein. Aber wäre hier nicht auch Platz für ein Badballfeld oder ein paar Fressstände? Irgendwas Nützliches. Immer hast du was zu meckern. Ja, da gehen wir mal über. Wenn die sowieso nur da rummeckert... Unsere Gerichte. Das Essen hier ist einfach unvergleichlich. Sobald du es mal gekostet hast, stimmst du sicher zu. Ja, das sieht aber teuer aus hier. Im Dawn's Roost gibt es nur beste Qualität, von den Zutaten bis zum Dekor. Wir scheuen keine Kosten. Wer unsere Küche einmal probiert hat, der kann bezeugen, dass es sich lohnt. Dann würde ich gerne mal die Karte sehen. Ja, natürlich. Tja, ein Baguette für 55 Credits. Oh, Chunks Wein? Im Würfel gepresst. Nicht schlecht. Ah ja, natürlich Chunks. Ah ja, 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 ja. Es ist aber im Weltall gar nicht mal so schlecht, die Idee. Alles in Würfeln. Außerdem kann man das Zeug gut stapeln. Der Apfel, den wir da gesehen haben, dieser würfelige Apfel, der ist bestimmt auch von Chunks gewesen. Chunks Nahrungswürfel mit Rotweingeschmack. Wow.
Eine Pflaume. Sehr verdauungsfördernd, wird meist getrocknet oder als Bestandteil von Früchtebroten verzehrt. Boah, wie lange ich sowas schon nicht mehr gegessen habe. Ein Bier von Filburn Agriculture, das im Raum des Freestar-Kollektiv vertrieben wird. 100% Schadensresistenz, aber minus 15% O2-Regeneration. Ah, ja. Trilohäppchen, kleine Alien, Arthropoden. Scharf angebraten und mit geschlagener Butter serviert. Regeneriert 15 Gesundheit. Aha. Ja. Alles wunderbar. Schönen Tag wünsche ich. Aber nicht das, was wir suchen. Jetzt denn heraus. Warum ist denn das so? Boah, dann müssen wir jetzt 10 Dietriche oder sowas kaufen, weil ich keinen Schimmer habe, wie das geht mit dem Schlossknacken. Aber ich weiß auch nicht, kann man da nicht einfach anklingeln? Das wäre doch viel einfacher. Wer hat denn Dietriche verkauft letztens? Ich meine, das war am Anfang irgendwo und da haben wir noch gesagt, so 35 für so einen Dietrich. Terra Brew, hier können wir noch ein paar Cappuccinos mal kaufen. Hi, willkommen bei Terra Brew. Was kann ich für dich tun? Das sage ich ja. Ich bin eine Verwalterin und sollte verwalten. Na dann. Natürlich. Lass dir ruhig Zeit. Cappuccino wollte sie, ja. So. Premium Cappuccino mit extra Milch und ohne Sahne organisiert. Ja. Bitte nicht in diesem Ton. Und nein, ich werde nichts dergleichen tun. Dieser Laden hier ist das reinste Chaos. Es spricht nichts gegen eine kleine Wette. Absolut unmöglich. Oh, unmöglich also. Du willst für Ordnung sorgen? Na schön. Da hinten ist ein Wischmopp. Vielleicht kriegst du ja den Boden sauber organisiert. Falls du Kaffee-Trafie willst, wende dich bitte an die Theke. Sehe ich aus wie ein Barista? Nein, weißt du, wie du aussiehst? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, schon. Siehst du nicht, dass ich auch beschäftigt Hallo? Bin? Verzeihung. Wir suchen noch Leute. Frag einfach im Sicherheitsbüro nach. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Heimatplaneten verstoßen wurden oder sonst was, aber sie plündern, was das Zeug hält. Vorzugsweise die alten Anlagen aus dem Koloniekrieg. Alte Anlagen aus dem Koloniekrieg, aha. Hier haben wir die Dinger gefunden, oder? Die verkauft die. Sieh dich in Ruhe um. Können wir nicht einfach so einen Bohrer hier, das sieht so aus, als würde man damit auch so eine Tür da aufbohren können. Ach, das ist ja... Na, Dietrich. Das reicht nicht.
Schön, dass du da warst. Ja, ich freue mich auch. Jetzt sind wir schon mal hier, dann können wir auch mal gleich nach... Was war das? Viewport? Nee. Das war doch nicht hier, oder? War das doch hier? Die hat auch Klamotten verkauft? Nö. Oder? Lass noch mal sehen. Sieh dich in Ruhe um. Ne, das hat sie nur in grün. Frosch grün. Keine neuen Sachen reinbekommen. Oh, dann kaufen wir die mal. So. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Jetzt habe ich mich zwar so ein bisschen schon an das Outfit hier gewöhnt. Ich sehe gar nichts zu dem Spediteur aus Cydonia. Kunst, wie hieß der noch gleich? Kann ich sicher etwas Passendes für dich finden. Und was machst du? Unglaublich, was man heutzutage Kunst nennt. Ach, es liegt mir auf der Zunge. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist auch noch ein ganz einfacher Name. Kannst du mir was über dich erzählen? Ich bin Kunsthändler. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich bin in Neon aufgewachsen und wusste, dass ich da raus muss. Ich hatte ein paar kleinere Jobs im Lieferdienst. Und das hat mich schließlich zu dieser Karriere geführt. Ich hätte das nie gedacht. Aber man weiß im Leben eben nie, was kommt. Und lass mich so ist es wohl. Arbeitest du denn hier in der Nähe? Mehr oder weniger. Aber für mein Geschäft muss ich nicht zwingend an einem Ort bleiben. Also reise ich durch alle besiedelten Systeme. Aktuell gibt es hier eine Gelegenheit. Aber davor war ich in Aquila City und davor in Neon. In meiner Branche kann ich es mir nicht leisten, irgendwo zu lange zu verweilen. Also bist du ein Kunsthändler? Ganz genau. Ich bin schon fast mein ganzes Leben lang Kunsthändler, überall in den besiedelten Systemen. Deswegen bin ich heute auch in New Atlantis. Ich liefere später ein Kunstwerk bei einem sehr peniblen Kunden ab. Ich habe es jedoch leider noch nicht in meinem Besitz. Würde es dir etwas ausmachen, das Kunstwerk abzuholen und mir zu bringen? Ich bezahle dich natürlich für deine Mühe. Tja, es ist mir wieder eingefallen. Curtis. Wie genau soll ich denn da helfen? Du musst einfach nur das Kunstwerk abholen gehen. Es ist schon alles arrangiert. Du musst keinen einzigen Credit bezahlen. Es ist ein einfacher Botengang. Nur etwas abholen und mir bringen. Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge. Es ist ganz simpel. Ja, und warum machst du das dann nicht selbst, wenn das so einfach ist? Ich bin, nun ja, mit den Straßen von New Atlantis nicht sehr vertraut. Ich bin nicht von hier. Nur ich auch nicht. Ich möchte Ärger vermeiden und den Austausch von jemandem mit mehr Kompetenz vornehmen lassen. Na gut, ich mach das mal. Ausgezeichnet. Du holst das Kunstwerk von Zoe Kaminski bei der Handelsaufsicht ab. Passt. Sag ihr, du kommst wegen Samson Jabrels Kunstwerk. Sie weiß Bescheid. Bring mir das Kunstwerk, dann bezahle ich dich. Na gut. Ja, das hätten wir ja eher mal wissen sollen. Aber ja, das weiß man ja vorher nicht. Und übrigens wusste ich gar nicht, dass die Handelsaufsicht auch für Kunstwerke zuständig ist. Aber natürlich. Warum denn auch nicht? Man munkelt, dass man bei der Handelsaufsicht sehr interessante Dinge bekommen kann. Aber vorerst beschränken wir uns auf das von mir beschaffte Werk. Aha. Leb wohl. Ich glaube... Mir ist eingefallen, wie er heißt. Curtis. Ich verstehe. Ich habe keinen Schimmer, wovon wir gerade reden. Der Spediteur aus Cydonia? Was? Wer bist denn du? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Was führt dich denn hier nach New Atlantis? Oh, das Übliche, würde ich sagen. Ruhm, Geld, Macht.
Nur ein Scherz. Tatsächlich bin ich einer der Glücklichen, die schon seit langer Zeit in New Atlantis leben. Für einen Sammler wie mich gibt es nirgendwo in den besiedelten Systemen einen besseren Ort. Ich hatte das Vergnügen, viele Erdzeitenthusiasten hier in New Atlantis kennenzulernen. Das ist für mich der beste Grund, hier zu bleiben. Aha, ja, was machst denn du so? Ich? Oh, gar nichts weiter, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls nicht mehr. Und das ist auch gut so. Ja! Ich widme mich jetzt ganz der Sammlung von Artefakten von der Erde. Sie alle haben eine Geschichte. Sogar ganz alltägliche Löffel und Gabeln. Die meisten lachen, wenn sie sehen, dass ich Erdzeitlöffel sammle. Aber sieh es so. Löffel haben die Geschichte verändert. Kannst du dir ein Leben ohne Löffel vorstellen? Na, dann nehme ich einen Göffel, aber wie kann ich dabei helfen? Oh, der hat nichts für uns. Aber interessante Geschichte mal. Ah ja. Ja. Wie machen wir das denn? Mit zwei Dietrichen kommen wir ja nicht weit. Wenn wir zum Raumschiff gehen, vielleicht finden wir da noch ein paar Dietriche. Habe ich gerade eine Sternschnuppe vorbeihuschen sehen da oben? Mir war so. Das ist ja auch schön hier mit den Lampen auf dem Boden. Oh, musst du das immer sagen, wenn hier jemand vorbeigeht, egal ob er rein oder rausgeht? Guten Tag. Ist das dein Schiff, das da gelandet ist? Ziemlich schickes Teil. Ey, voll nett von dir, danke. Na, was lungerst du hier noch um? Ach, schon wieder das erste Teil rausgenommen. Was auch immer das war. Froschgrün, wollen wir das mal ausprobieren? Die Jacke hat ja gar keine Werte. Das bringt uns wenigstens O2-Regeneration, naja. Munition? Hilfe? Milch? Notizen? Hellas persönliche Aufzeichnung. Okay. Haben wir reingehört schon. Sonstiges. Ach, das Notizbuch. Auch da drin unter Sonstiges. Ah, da hatten wir es. Zwei Dietriche hätten wir da, also insgesamt vier, ja, ob wir damit durchkommen.
vielleicht kommt man doch irgendwie von der anderen Seite da noch dran. Wer bist denn du? Ehrlich, diese 15-Stunden-Schichten bringen mich um. Leg dich doch hin und schlaf ein bisschen hier. Sieht doch keiner. Ehrlich gesagt wundert es mich immer, wenn das Schiff halbwegs heil zurückkommt. Warum stimmt damit was nicht? Ein diplomatisches Visum? Das ist doch wohl seit dem Koloniekrieg keine diplomatischen Visa. Gesetz ist Gesetz. Und dieses Gesetz gilt noch. Sicherheitscharta von New Atlantis, Anhang 2308, Artikel 2, Paragraph 8. Lächerlich, das hast du dir doch nur ausgedacht. Der Krieg ist seit bald 20 Jahren vorbei. Ich bin Vertreter Evans Chisholm vom Freestar Collective. Ich komme seit Monaten her und versuche, den Frieden zu bewahren. Ich mache die Gesetze nicht, Vertreter. Ich setze sie nur durch. Schönen Tag wünsche ich, aber anderswo. Pass auf dich auf. Oh, wir haben was Neues. Okay, da bedanke ich mich doch gleich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge haben wir versucht, ein paar Dietriche zu holen. Wir haben aber auch mit dem Kunsthändler gesprochen. Schönen Abend, hm? Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.